Okay, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir folgen dem Pharaon mal noch ein bisschen die Treppen hinunter, werden uns ein wenig in seiner Burg umsehen. Wir sollen ja nicht behelligt werden. Und ich muss sagen, das mit den Nvidia Hairworks sieht schon echt geil aus. Gott, was ein Schwein. Gerade mal kurz nach ganz unten. Da ist nämlich immer noch ein Duft. Guck mal einer an. Ich kann sogar bei den Wachen mein Zeug mitnehmen. Finde ich geil. Ich darf ja nicht behelligt werden. Das lohnt sich. Jeder Ohren zählt. Und jeder Schnaps. Lass mich in Ruhe! Mann, haben die ein Riesenweinlager. Gut, bei den vielen Säufern muss das, glaube ich, auch sein. Will nicht wissen, wie oft das nachgeschenkt wird. Abgeschlossen. Aber genau da führt uns... Ah, dammit. Das meinte ich, dass man das mal ausstellen könnte. Aufgeschlossen. Dafür war der Schlüssel. Und die werte Dame scheint ein bisschen ritualmäßig was am Hut gehabt zu haben. Das hier kommt nicht von ungefähr. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Ein Gebet. Ewiges Feuer, dass du unsere Herzen erleuchtest und uns Licht schenkst, gib uns deine Wärme, trockne unsere Tränen, verbrenne unsere Feinde, gewähre deinen Freunden deinen Schutz, gib meiner Mutter Gesundheit, bestrafe meinen Vater, hilf mir mein Schicksal zu erfüllen. Bestrafe meinen Vater. Das erklärt eventuell schon wieder viel. Das ist ein Naschwerk. Vielleicht komme ich noch dazu, den werten Baron etwas zu züchtigen. Warum hat er hier unten Wachen, wenn sie hier am Pennen sind? Naja, ich beschwere mich nicht, ich kriege den ganzen Alkohol. So. Bei jedem nachfolgenden Gespräch mit eventuell den jungen Damen, wenn ich sie finde, muss ich dann abwägen. Wollen wir eventuell die Geschichte von Musiri weiter in Erfahrung bringen? Oder helfen wir denen vom Baron nicht mehr gefunden zu werden? Ich meine, er will wissen, was mit seiner Familie passiert ist. Ich könnte ihm natürlich auch ein Ammärchen erzählen, vermutlich mal. Dass sie ermordet wurden. Ich gehe auch davon aus, dass die mir das unter Umständen glauben würden. Scheiße. Hey. Also an Hasen mangelt's dir nicht. Schwalbe, Schwalbe. Dornengestrüpp. Woher, wer ist... Weiß die das? Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Aufgewecktes kleines Mädchen. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Welchem Freund? Oder weißt du, wo sie ist? Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht. Und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist.
Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Ciri wollte einem Freund helfen. Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Okay. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Ciri hatte einen Freund. So lange nichts von ihr gehört. Tötest du die Monster? Genauso wenig von Jennifer und schon sind sie alle unter der Haube. Ciri war also hier. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Die natürliche Unklarheit von Flüchen. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredeport. Wo hatte Ciri das her? Und Flüche bedeutet auch nichts Gutes. Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Quest aktualisiert. Gleich mal zur Quest gehen. Ciris Zimmer. Geh zur Küche und sprich mit Gretka. Und das Buch. Die natürlichen Unklarheiten von Flüchen. Könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Wieder kurz stoppen. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Schwalbe! Geralt! Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Alles klar. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Ciri hat sich gut um die Kleine gekümmert. Ich könnte einen Rachen. So, das war das Haupthaus. Dann haben wir da ja noch einen Garten. Der stinkt wie eine nilfgaardische Leiche. Ja, ich bin mich doch schon am Duschen. Mollefeil. Da haben wir nämlich jetzt ein paar Pflanzen, die wir nicht so häufig kriegen, glaube ich. Und da ist ein Brunnen. Da kann man hinunter. Ich glaube, da wollen wir auch mal runter. Das ist nämlich eine Höhle. Da haben wir auch noch einen Liebesbrief. Guck mal einer an. Mein geliebter Mann. Bla bla bla. Und dieser gehört dem Baron sogar. Also seine Frau hat ihn geliebt, wie es aussieht. Ach verdammt, ich komme immer so schnell auf die Tasten. Manchmal funktioniert es ja, wenn ich schnell einsammeln will. Manchmal nicht. So. Dann geht's hier in den Turm hoch. Und hier unten, aber nicht hinein, wie es aussieht. Kurz das Zeichen ausprobieren, was ich nicht auswählen kann. Jetzt hat. Ne, geht nicht. Immer sind die Türme hier überall kaputt und nicht wirklich zu gebrauchen. Schade. Und da habe ich was nicht einsammeln können. Oder ich habe es doch eingesammelt, keine Ahnung. Ist aber nicht so wichtig. Was mich mehr und brennender interessiert, ist, was sich da unten in der Höhle befindet.
glaube, ein Katzentrank wäre hier zu empfehlen. Könnte als Lagerhöhle benutzt werden. Auf jeden Fall sehr alt, eventuell auch ein Fluchttunnel. Schatzjäger. Gambeson gefunden. Und abwärts. Kiste. Bestienöl gefunden. Da hinten komme ich anscheinend nicht durch, diese Stalaktiten. Aber hier drüber, hinten rum. Okay. Und auch hier hinunter. Da hinten geht's raus. Ha, guck mal einer an. Und schon sind wir unterhalb und außerhalb der Burg. Okay. Jetzt haben wir die Quest, die Hexenjagd, die Familienangelegenheiten. Finde die Hütte des Weidlers. Das würde ich ehrlich gesagt gerne tun. Ah, das ist derjenige mit dem Alchemie-Symbol. Zu dem wollte ich ja sowieso mal. Und da habe ich angeblich noch welche, noch irgendwelche Verträge. Neue. Dann wollen wir erstmal nach Schwarzzweig. Und Blötze gleich mal rufen. Komm mal her. Geschwind, mein treuer Rappe. Und dann reiten wir mal nach oben. Interessant. Die Umgebung Schneller. Sieht lustig aus im Katzentrank. Das war die Hütte, die wir vernichtet haben von Banditen. Und da ist der Olle. Ich glaube, ich habe die Grenzen. Die Männer des Barons. Oh oh. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edriks Gedärmen nistet und Edrik haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edrik nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Wir müssen jetzt entweder das Zeichen, was Erfahrungspunkte gibt, oder wir sagen, ich heile Edrik. Ich nehme mal die drei. Ihr müsst jetzt wirklich gehen. Wirklich? Oh ja. Na dann los! Das ist so geil. Nehmen wir den Augen. Mal sehen, was das für einer ist, der Edriks Freunde so aufgebracht hat. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Die Stimme von Knarl aus Overlord.
Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Du hast das Amulett angefertigt? Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses Rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du wohin? Nein, nein, nein. Weidler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weidler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege, sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich, nicht ohne die Ziege. Oh Mann. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich deine Ziege einfange. Ein Weideler ohne Ziege ist wie ein stummer Prophet. Du ziehst mir den Nerv, Alter. Ich gehe nirgendwo hin. Keine Prinzessin, keine Beschwörung, keine Weissagung. Ach ja, erkläre dich bereit, die vermisste Ziege zu suchen, um dir die Dankbarkeit des Weidelers zu verdienen. Na toll. Hexer, suchst du meine Prinzessin? Der Weideler wird weissagen, sobald sie wieder da ist. Na gut. Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Und die Erdbeeren nicht vergessen. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an die richtige Stelle nimmst. Oh Mann. Was eine Quest. Nun gut, aber dann machen wir hier mal Schluss und sehen uns wieder im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Sayonara.